zur Tiroler Seilbahntagung 2019. Ich glaube, im ersten Moment nimmt man den Eindruck mit, dass wir alle wirklich hinter den Seilbahnen stehen. Das Haus war voll, wie man ja gesehen hat. Also ich glaube, die Tagung war wieder ein Ausdruck von dem, dass die Seilbahnwirtschaft einfach immens wichtig für Tirol ist. Ja, die Seilbahnwirtschaft in Tirol hat eine riesige Bedeutung, insbesondere für den ländlichen Raum, weil man wirklich als Impulsgeber für den ländlichen Raum auch fungiert. Dort, wo der Tourismus, die Seilbahnen funktionieren, funktioniert auch die Landwirtschaft. Und das ist dieses Gesamtgefüge, das den ländlichen Raum aktiv macht. Und deshalb, glaube ich, tun wir gut daran, auch diese Branche zukünftig zu unterstützen. Nicht nur, weil sie natürlich auch relativ viel und jedes Jahr investieren, das heißt auch Arbeitsplätze, sondern weil die Seilbahnwirtschaft auch ein Teil der Problemlösung für den Verkehr ist, weil die Seilbahnwirtschaft auch in den öffentlichen Nahverkehr investiert, mithilft hier regionale Systeme aufzustellen und das ist, glaube ich, auch ein Teil einer Zukunftsentwicklung. Der Seilbahntag ist jährlich ein Treffen von Freunden, Arbeitskollegen, Lieferanten und Behördenvertretern und der hat seit einigen Jahren eine Besonderheit mit diesen Workshops, was ich sehr toll finde, wo man gemeinsam Themen arbeiten kann und heute insbesondere dieser Keynote-Speaker am Nachmittag mit dieser Gen Z war sehr interessant und man kann, glaube ich, einige Dinge da mitnehmen und auch überlegen, was das in Zukunft für das eigene Unternehmen widerspiegelt oder wohin die Richtung gehen soll. Ja, mal grundsätzlich fährt man auch her, um die Kollegen wieder mal zu treffen. Heute war es eigentlich ganz spannend. Das hat uns ein 17-Jähriger mit einem wirklich guten Rednertalent erklärt, wie so ein Jugendlicher tickt. Und das war für uns einmal Neuland, für uns Ältere. Und man ist eigentlich faszinierend, wie die jungen Leute heute halt selbstbewusst auftreten. Also der Tag ist für mich sehr erfolgreich und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil die, wie man im Zillertaler ist, sagt, die Hütten war voll. Also wir haben eine rege Teilnahme. Wir haben 3 Workshops heute dafür gemacht und alle 3 Workshops wurden gut besucht. Das zeigt also schon, dass die Leute sehr interessiert sind, dass man für seinen Beruf sehr viel übrig hat, dass man ihn möglichst gut machen will und dass man natürlich auch sich da ständig fortbilden will. Und ich bin einfach der Meinung, wir haben tolle Investitionen wieder im heurigen Jahr. Wir haben sicher wieder 300 Millionen in Tirol investiert und ich bin total optimistisch. Also als Kellner würde ich sagen, der Tisch ist gedeckt, die Gäste mögen kommen.